Hey Leute, hier ist wieder eure Adrienne, heute aus dem verregneten Dresden, hier aus dem wunderschönen großen Garten. Ja, warum mache ich heute dieses Video? Ich habe so viele Anfragen auf Facebook und Instagram von euch bekommen, dass ich leider nicht mehr in der Lage bin, diese alle persönlich zu beantworten. Ihr wisst, ich habe einen ziemlich anstrengenden Job, der macht zwar riesig Spaß, aber dennoch habe ich einfach nicht die Zeit, jedem von euch eine individuelle Antwort zukommen zu lassen. Wobei, ich war letzte Woche, als ich mein schönes Haar verloren habe, sehr, sehr fleißig, habe dem einen oder anderen von euch meine Antwort zukommen lassen. Aber hier jetzt für euch einfach mal die wichtigsten Fragen auf einen Blick beantwortet. Los geht's, kommt mit! Und schon hat es angefangen zu regnen, aber wir kommen auch gleich zum ersten Fragenkomplex, und zwar: Wie groß bin ich, wie schwer bin ich und wie alt bin ich? Eigentlich wisst ihr es doch alle ganz genau. Ich bin schon 31 Jahre alt, bin quasi 84er Baujahr, bin Stier von Sternzeichen. Ja, zu meinem Gewicht. Ich wiege aktuell 61 Kilo, aber Achtung, das ist das Gewicht in der sogenannten Rückdiät. Das heißt, ich hatte ja am 11. Juli meinen letzten Wettkampf, den Cologne Beach Style. Wettkampfgewicht damals waren ungefähr 60,5 Kilo. Off-Season-Gewicht bei mir sind 64, 65 Kilo, aber keine Sorge, auch 1-2 Kilo mehr tun mir jetzt nicht schlecht. Ja, und wie groß ich bin? Mein Personalausweis weist es aus. Ich bin 1,73 Meter groß. Mit welcher Motivation und mit welchem Alter ist Adrienne zum Sport gekommen? Beziehungsweise wann hat der Sport die Adrienne gefunden? Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich war noch nie wirklich sportlich, aber in meinem 17. Lebensjahr habe ich mir dann gesagt, oh Mist, du hast irgendwie doch zu viele Problemzonen, ist total verrückt, aber ich habe mich mit 17 einfach irgendwie zu dick gefühlt. Habe mich dann bei uns im örtlichen Fitnessstudio angemeldet. Meine Eltern haben meinen ersten Fitnessstudio-Vertrag daher für mich unterschreiben müssen, denn ich war ja noch mit 17 beschränkt geschäftsfähig. Ja, dort habe ich dann einen ganz normalen Trainingsplan bekommen, so wie ihn alle anderen auch bekommen haben, und schön in den Schlamm getreten. Genau, habe dort meine 2-3 Mal pro Woche trainiert, vorrangig in Ganzkörpertraining, habe auch verdammt viel Cardio-Einheiten eingelegt, einfach weil ich dachte damals, Cardio, das ist das Allheilmittel zum Fettabbau. Naja, heute weiß ich, dass es auch anders geht, beziehungsweise heute weiß ich auch, dass die Ernährung der Schlüssel zum Erfolg ist. Dazu gleich mehr. Ich sagte ja, Schlüssel zum Erfolg war die richtige Ernährung. Und wie bin ich darauf gekommen? Ich war letztes Jahr im März 2014 im Thailand-Urlaub. Dort gab es ein dramatisches Erlebnis beim Elefantenreiten. Irgendwie hat mein Elefant, warum auch immer, nicht das getan, was er tun sollte. Hat sich immer abgeknickt. Meine komplette Rückseite oder mein Heck hat sich nach vorn gestaucht. Ich konnte diese Bilder nicht sehen, ich habe sie vernichtet. Na gut, vielleicht finde ich ja noch mal eins für euch. Genau, dort direkt aus dem Urlaub habe ich per Facebook jemanden kontaktiert, der mir einen Ernährungsplan erstellt hat. Zum 1.4.2014 fiel der Startschuss für 6 Wochen Ernährung oder Nahrungsaufnahme nach Ernährungsplan. Eins kann ich euch sagen, ich war keine leichte Kundin. Ich hatte wirklich tausende von Fragen. Ich habe das ganze Prinzip mit der Ernährung einfach überhaupt nicht verstanden. Und heute weiß ich aber auch, wie es meinem damaligen Ernährungscoach mit mir ging. Ich bekomme ja auch von euch zahlreiche Fragen. Ich kann euch komplett verstehen. Ich weiß genau, wie ihr es meint. Ich habe dann damals angefangen, mich zu belesen, habe mir ein Buch bestellt, habe im Internet recherchiert, habe ganz viele meiner Lebensmittel ausgetauscht, weggeworfen, habe in der Küche experimentiert, habe vorgekocht, habe gelernt, dass einfach auch eine Makrovorgabe ist schon wieder so ein Fremdwort, ausreicht, um sich den Tag über das Essen so einzuteilen, wie man es mag. Das heißt, ich habe dann irgendwann erkannt, wie ich diesen Ernährungsplan überlisten kann, indem ich einfach per App mir meine Vorgaben eingegeben habe, habe das gekocht, worauf ich Lust hatte, was natürlich auch in meine vorgegebenen Werte gepasst hat, und war zufrieden. Das heißt, Leute, bewusste, gesunde Ernährung heißt nicht Mangelernährung, heißt nicht unter 1000 Kalorien essen oder 1100 Kalorien essen, hart essen, geschmacklos essen. Nein, es heißt vielmehr, sich mit der Ernährung zu beschäftigen, Spaß an der Ernährung zu finden, einfach zu experimentieren, vorzukochen, kochen zu lernen. Also ich hatte nicht das Problem, ich war immer schon eine gute Hausfrau. Ja, und einfach dann das Leben zu genießen mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Ich habe durch das Ganze eigentlich gelernt,
was es heißt, wieder zu genießen. Das heißt, ich esse in meiner Off-Season, sagen wir, zu 90-95% sauber. Aber es gibt dann auch mal diese Tage, an denen ich mir was gönne, wo ich sage, okay, ich esse heute mal mein Stück Kuchen von Starbucks oder ich esse mein Ben & Jerry's Eis. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ganz anders ist natürlich in der Wettkampfvorbereitung. Dort halte ich mich streng an den Plan von Coach. Na klar, Haribos sind immer drin, denn ich darf ja das kochen, worauf ich Lust habe. Hauptsache, es passt in meine Werte. Aber bevor ich euch jetzt hier tot quatsche, dazu wird es natürlich nochmal ein separates Video geben, in dem ich euch aufkläre, wie es funktioniert, wie es funktionieren kann. Muss nicht bei jedem funktionieren, bei mir hat es super geklappt. Ich bin total zufrieden und weiter geht's. Next to your heartbeat, where I should. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder einen kleinen Einblick in mein Leben geben. Natürlich werde ich die ein oder andere Frage jetzt im Laufe der Zeit weiter beantworten, auch detaillierter. Schreibt mich über Facebook oder Instagram wieder an. Ich beantworte euch gern die Fragen. Was bleibt mir jetzt noch übrig zu sagen? Genau, am Freitag geht endlich los. Am Freitag beginnt mein Trip in die Staaten. 4 Wochen Florida, Orlando und New York. Ihr seid live dabei. Ich freue mich tierisch. Wie ihr bemerkt habt, meine Posts auf Instagram werden jetzt immer englischer. Ich verspreche es euch, mein Englisch ist der Horror. Ich habe damals in der Schule irgendwie nicht aufgepasst, aber ihr seht, ich lerne und ich bemühe mich. Nehmt es mir nicht übel, falls ich doch mal das ein oder andere Missgeschick begehe, schreibt mich einfach heimlich per Facebook an, damit ich dieses Unglück ausmerzen kann. Mir bleibt nichts mehr übrig zu sagen, außer macht's gut, gute Nacht und bis bald. Tschüss!